Hi Leute und herzlich willkommen. Warte mal kurz, bei mir stimmt was nicht. So, jetzt, genau, okay. Ich hatte gerade ein komisches Feedback auf meinen Kopfhörern, aber passt schon. So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumexperimentiert mit dem Scrap That Settlement Mod und Scrap Everything Mod und Scrap alles. Es funktioniert leider nix, irgendwie, komischerweise. Ich weiß nicht, früher haben diese Scrap Mods perfekt funktioniert, aber jetzt scheinen die bei mir überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Kein einziger davon. Ich habe alles versucht jetzt eigentlich, nix geht. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt nicht versucht habe, ist mal alle gleichzeitig zu aktivieren. Genau das, was man eigentlich nicht machen soll, aber vielleicht hilft's ja. Aber wir können unser Haus hier trotzdem weiter restaurieren. Das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Aber die Frage ist, warum geht das nicht? Und ich habe, kann mir das mal einer von euch vielleicht bestätigen da draußen, ihr, die ihr noch auf der PS4 spielt und Mods benutzt. Ich habe nämlich über die PS4 massive Probleme, wenn es darum geht, mich einzuloggen bei Bethesda, um überhaupt die Mods zu benutzen, um mir überhaupt die Mods rauszusuchen und die zu managen. Das funktioniert irgendwie gefühlt nur einmal am Tag, alle paar Stunden, dass ich mich da einloggen kann. Ansonsten heißt es immer einloggen nicht möglich, dann muss ich meine Nutzerdaten eingeben. Passwort, E-Mail, mache ich, geht trotzdem nicht. Kommt eine Fehlermeldung oder einmal ist das Spiel auch einfach gleich abgestürzt, auch nicht schlecht. Über den PC funktioniert es ohne Probleme, da kann ich mich einloggen ohne Probleme, kann auch meine Mods managen. Aber solange ich mich auf der PS4 nicht einlogge, damit ich das, was ich am PC im Browser gemanagt habe, übernehmen kann, bringt mir das halt leider nichts. Das ist wirklich ein bisschen doof. Weil das, ich habe jetzt schon wieder hier über eine Stunde versucht, mich hier einzuloggen und die Mods zu managen. Und das ist natürlich schade. Die Zeit würde ich lieber gerne in coole Videos und so stecken. Naja. Aber irgendwas funktioniert bei mir da anscheinend grundsätzlich nicht einfach, leider. Wirklich, 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 wirklich schade. Aber naja, was soll's. Bauen wir hier unser Sanctuary weiter. Wo war denn das gleich nochmal? Das war Beton. Irgendwo so ein Beton mit extra Textur. Genau. Und zwar hier. Und zwar das da. Bada bing, bada bang. Und los geht's. Aber wo sind denn die großen Wände? Hier. Weil wenn wir natürlich jetzt noch die hässlichen Büsche wegbauen könnten und dafür schöne Büsche, neue schöne grüne Büsche pflanzen könnten, könnten wir Sanctuary wirklich in ganz neuem Licht wieder auferstehen lassen. Da die ganzen Scrap Everything Mods leider scheinbar ja nicht funktionieren, so wie es aussieht, und ich leider nicht hinkriege, weil ich den Fehler nicht finde. Wirklich komisch. War da nicht was, dass irgendein Mod, ich habe so grob in Erinnerung, dass ich irgendeinen Mod deaktivieren muss, wenn ich scrappen will und den dann wieder aktiviere, wenn fertig gescrappt ist, weil es da Konflikte gibt. Da habe ich was im Hinterkopf, da muss ich mal recherchieren. Naja, auf jeden Fall habe ich mir schon gedacht, ich wollte eigentlich gern den Clean Sanctuary Mod runterladen, dass Sanctuary einfach von Haus aus komplett aufgeräumt ist, ohne Büschel, ohne alles. Das würde theoretisch gehen, aber wie gesagt, ich konnte mich leider nicht mehr einloggen, um das zu machen. Sag mal, habe ich noch irgendwo einen Cheat-Stempel stehen? Ohne Cheat-Stempel? Ah, da ist der Cheat-Stempel. Yeah. Komm her, mein wunderschönes Tool. Ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. Mit diesem Place Anywhere Mod traue ich mich jetzt auch, dass wir vielleicht nachher, wenn Sanctuary fertig ist, unser Fallout 64 Projekt weitermache, wenn ihr euch noch erinnert. Habe ich mal angefangen, Prinzessin Peachs Schloss aus Mario 64 in Fallout so gut es geht nachzubauen. Das war nicht leicht. Das war ein ganz schönes Huiuiui-Erlebnis mit vielen Ups und Downs und Frust. Aber insgesamt war das Zwischenergebnis ziemlich gut. Nur wusste ich schon, ich wusste die ganze Zeit, während wir das gebaut haben, das wird problematisch werden. Da werden wir relativ schnell an den Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr geht. Und das wird dann nervig. Aber jetzt, hier, mit diesem Mod hier, traue ich mich, dass wir das angreifen. Dass wir das machen. Könnte funktionieren. Was habe ich denn fürs Fenster gleich nochmal für eine Lösung gefunden, wo ich mir gedacht habe, das wäre eine Idee, das könnte man machen.
Da war was, ne? Entweder, genau. Da waren doch irgendwo diese komischen, ja, ich kann mich erinnern, aber wo waren die jetzt? Eiderdaus. Wo waren die jetzt? Ah, das weiß ich leider nicht mehr. Das waren quasi. Ah. Die waren in irgendeinem anderen Mod dabei, ne? In irgendeinem anderen Modpack. Strukturen. Türen, Holz. Warum ist ja eigentlich nur Holz, Backstein und Türen, sonst nix? Komisch. Aber irgendwo gab's nämlich quasi genau diese Wände hier. Genau die, die wir jetzt hier benutzen, mit so komischen schwarzen Scheiben, durch die man nur von einer Seite durchschauen kann. Dann würde das vielleicht von innen ein bisschen komisch aussehen, von außen wäre es aber perfekt. War das hier dabei? Das könnte sein. Türen? Ne, hier sind nur Türen. Schade. Möbel, Dekorationen, Autos. Creation Club war es auch nicht, oder? Spielautomaten. Home Decor, moderne Möbel. Ja, oder war es etwa doch bei USO mit dabei? Aber wo denn, wenn nicht bei Strukturen? Wo denn? Wo denn nur? Oh Mann, oh Mann. Naja, werden wir schon finden, aber ich wirklich, die gab's irgendwo, weil ich mir dachte, verdammt, das ist ja super. Das müssen wir benutzen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wo. Schade. Was beim Bar? Beim Barren waren auch Teile, wo ich mir gedacht habe, das könnte funktionieren, ne? Ah ja, die haben auch die hässlichen. Dann waren es wahrscheinlich die Barren. Die Barren, sage ich schon. Die Barren, die Scheune. Das sind ja Barren. Sind das Barren-Teile? Barren? Blue Roof, Blue Wall. Blue Roof. Waren das Barren-Teile? Ich bin mir nicht mehr sicher. Weil wenn wo? Wo gibt's denn die Barren in verschiedenen? Ah, ich muss mir die Folgen von letzter Woche nochmal anschauen, glaube ich, damit ich das finde, was ich hier suche. Das gibt's ja nicht. Mano. Ist das Schoßreck? Was? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Weil hier ist nicht dabei. Also jetzt wird's aber hier. Das wird jetzt mysteriös. Ah, warte mal. Nee. Nee, das ist. Also. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. So, ich schaue mir jetzt die letzte Folge an. Ich gehe jetzt schnell. Ich mach schnell. Weil das. Also, geht ja gar nicht mehr. Ich gehe jetzt schnell in den Browser. Ich schaue mal auf meinen Kanal. Das ist jetzt echt ungewohnt, dass ich dauernd die Kontos durchwechseln muss. Deine neue Mediathek. Ah, ich hasse neue Features. Kann ich einfach alles so bleiben, wie es ist? Ich bin da echt anti, wenn es darum geht, dass Funktionen verändert werden, umdesignt werden. Wenn die nicht mal verbessert werden, sondern einfach nur ein neues Design kriegen. Ich bin da voll dagegen. Ich hasse es. Muss mich nur neu orientieren. Es besteht immer die Chance, dass irgendwelchen Features, die ich gern mochte, nicht mehr oder nicht mehr so gut oder nicht mehr so intuitiv funktionieren. Ich finde es einfach, es hat einfach keine positiven Seiten für mich, wenn man das Design von irgendwas verändert.
Ich verstehe nicht, warum das dauernd gemacht wird. Egal ob Apple, YouTube, alle verändern dauernd ihr blödes Design von Sachen. Lass doch einfach mal alles, wie es ist. Never change a running system. Wenn es funktioniert, ist es perfekt. Schluss. Ich brauche keine neuen Oberflächen und komische neue Community-Features, die niemand benutzt. Also ich zumindest nicht. Was wollte ich machen? Ah ja, genau. Ich wollte mich darüber ärgern, dass sich YouTube die ganze Zeit weiterentwickelt, anstatt so zu bleiben, wie es in den 90ern waren, wo die Welt noch in Ordnung war. So, wartet mal. Ich muss das schnell... Okay, wartet, da steht's. Structures, Barn and Warehouse. Aha, also doch. Also, genau. Structures, Barn and Warehouse, Barn. Und jetzt hier retextured. Habe ich das übersehen? Ach, Retextured ist das da hinten. Ah, das habe ich nicht als solches erkannt mit diesem kleinen Schildchen. Na super. Na gut, okay. Home of the Future. Genau. Da waren die Teile, die ich dachte. Danke. Danke, Let's Play von letzter Woche für deine Hilfe. Danke, Vergangenheit, Zeppoloni. Genau, die Scheiben hier quasi davor. Wie gesagt, sieht von innen vielleicht komisch aus. Von außen... Könnte es aber dafür sehr gut passen. Also platziere ich das mal hier als Platzhalter. Das brauchen wir dann gleich. Aber dann mache ich nämlich die Scheibe, die ich da so komisch reingeglitscht habe, mal ganz weg. Die kommt jetzt erstmal weg. Glitch-Stempen. Glitch-Cheat-Stempen. Hier standen doch ein paar. Genau, komm her. Moment mal. Bist du ein echter Pfosten? Ich glaube, das ist ein echter normaler Pfosten, oder? Ja, das ist gar kein Cheat-Pfosten. Danke, weg. Verwechslungsgefahr. Moment mal, der produziert einen Strom, dieser Pfosten. Interessant, auch witzig. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Ich komme mir gerade vor wie Homer Simpson, so ein bisschen. Ich platziere das jetzt einfach mal. Oh Gott, da kriegen wir mit der Höhe von den Dingern ein bisschen. Ah, warte mal, die gibt's auch in dünn, ne? Die gibt's auch in Schmäh. Wo kommst denn du her? Was bist du denn? Habt ihr das gerade gesehen? Das war unheimlich. Naja, wartet mal. Die gibt es, glaube ich, nämlich auch in nicht ganz so hoch. Ah ja, hier. Hier könnte ich auch einfach nur so ein... die da. Hier könnte ich einfach nur ein Fenster drüber klatschen. Das könnte man drunter schieben, ohne Probleme, aber was kommt drüber? Was kommt drüber, wenn ich hier so ein kleines, schmales Fenster reinklatsche? Das ist die Frage. Weil von innen soll es ja nicht zugemauert sein. Das wäre ja, es wäre ja leicht, wenn ich einfach nur hier optisch so hier ein Fenster hinhänge und fertig. Und dann wird es so aussehen, als wäre da ein Fenster. Aber ich könnte das Fenster eventuell wirklich so hoch platzieren, dass es passt. Und drunter dann eine Mauer. Ja, okay, versuchen wir es mal. Glitchstock, komm her. Aber das ist dann schon echt hoch, für innen zumindest. Naja, schauen wir mal. So müsste es ungefähr passen. Jetzt noch ein bisschen raus. Müssen wir dann hier noch schön... Wahrscheinlich, ja, müssen wir noch einen Pfeiler reinstopfen, aber das passt schon. Okay, soweit so gut. Jetzt brauche ich das da.
Das wäre so praktisch, wenn wir dann nachher einfach irgendwie eine ganze Häuserfront kopieren könnten und nach hinten schieben. Aber jetzt sind wir mal froh, dass wir überhaupt so schön glitschen können, ne? Oh ja, das sieht nicht schlecht aus. Oh ja, warte mal. Tick. Ah, zu viel getickt. Oh, ja, das ist okay. Wisst ihr was, das mache ich jetzt gleich bei allen Fenstern, damit ich das nicht ständig machen muss. Da haben wir noch zwei. Mindestens vier, wenn nicht sogar fünf große Fenster. Platziere ich gleich mal die Teile, die ich dafür brauche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was passiert eigentlich? Ja, stimmt eigentlich. Ich versuche das mal, ob ich die gleich so... Aber ich glaube nicht. Aber wäre cool, wenn ich die gleich zusammenhängend platzieren könnte. Aber ich bezweifle es sehr, sehr stark. Bis hin zu, ich halte es für unmöglich. Okay. Warte mal, aber dann würde ich ehrlich gesagt gerne mit den Fenstern anfangen, wenn schon. Das habe ich jetzt ungünstig geplant. So. Nein! Ah! Du Stocken, Stecken, komm her. So. Wieder einigermaßen gerade versuchen zumindest. Ja. Ja, naja, naja, ja. Okay. Kablamo. Ich schaue mir das jetzt mal kurz von innen an. Perfekt. Ich meine, perfekt ist anders, aber sehr gut. Dann machen wir von innen, versuche ich das so zu verstecken, dass man den alten Fensterrahmen gar nicht mehr sieht. Und dann ist das, glaube ich, echt super. Ja, das ist wunderbar. Genau, wenn wir hier von innen auch noch alles schön zumauern. Wird das, glaube ich, ganz hübsch. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich aufs Endergebnis gespannt, wie dann hier das fertige Gebäude aussieht. Und irgendwie werden wir die Büsche hier schon wegscrappen können. Ab und zu kann ich mich ja zum Glück doch noch einloggen. Ich weiß wirklich nicht, was da los ist, warum das so oft nicht funktioniert. Aber irgendwie wird das schon gehen und dann werfen wir unsere Hüte in die Luft und feiern gemeinsam. Tanzen, nackt im Regen, wenn es soweit ist. Würde ich vorschlagen. Kann dann jeder für sich entscheiden, ob er das machen will. Gibt auch keinen Versammlungsplatz oder so. Ist momentan eh ganz schwierig mit Corona und so. Deswegen jeder für sich daheim. Aber ja, ist so ein Vorschlag jetzt mal. What? Warum? Hä? Hilfe, ich will nur diese Blue Wall hier nehmen. Danke. Das alles. So. Dankeschön. Schön langsam kriege ich Routine, wenn es darum geht, die Dinger zu bewegen, immerhin. Das ist auch nicht schlecht. Okay, das ist gut. So, hier würde ich jetzt ehrlich gesagt, wenn dann gerne, wirklich ein kleines Fenster hinbauen. Das da. Wenn ich das niedrig... Jetzt fängt es zu regnen an. Ich kann es nicht mehr weiter drehen aus irgendeinem Grund. Meint ihr, ich kann das so niedrig platzieren, dass es... Ich meine, theoretisch, ja doch, das machen wir. Ah ja, genau, stimmt eigentlich, Mensch. Hier auf der Seite könnte ich eh die höheren Teile benutzen, zumindest. Also zumindest das benutze ich jetzt hier wirklich, weil das darf ruhig ein bisschen nach oben überstehen. Wir haben hier eh das Dach, die Spitze, das zweite Stockwerk, den Dachboden. Ne? Ah.
dadurch, dass das Haus so schief ist, kann man sich halt auch nicht immer auf die Schablone verlassen, also auf die Vorgaben, die Vorlagen. Ich sollte die Tür offen lassen, da muss ich nicht immer den Baumodus verlassen und nicht immer Angst haben, dass das Spiel abstürzt, wenn ich ihn wieder betrete. Ich sollte mal speichern. Bitte, bitte nicht abstürzen. Ah, danke. Ja, genau. Das kann man dann von innen. Hier ist es jetzt. Das ist jetzt ein bisschen, naja, nicht optimaler. Da müssen wir von innen machen. Und hier stopfen wir ein paar Balken rein oder so. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass das einigermaßen nach was aussieht. Hoffe ich zumindest. Das ist wahrscheinlich trotzdem zu hoch, oder? Ach so, hier kommt eh kein Fenster mehr hin. Hier kommen wieder Fenster. Aber dass das zu hoch ist, das sieht gar nicht so hoch aus eigentlich, wenn man das hier so platziert. Sieht das eigentlich so aus, als würde es genau passen? Naja, nee, das stimmt schon. Dann ist das Fenster ein bisschen niedrig. Okay, meinetwegen. Ich glaube, ich muss die Tomaten alle wegmachen hier mal. Den Zaun. Wobei, lasse ich den Zaun doch mal. Kann ja ineinander glitschen. Aber ich befürchte, die Tomaten müssen echt weg. Die werden mal alle eingelagert. Das da wird uns Probleme machen, das sehe ich jetzt schon. Weil entweder... Ja, das wird hässlich aus der Wand rausglitschen. Aber da stellen wir dann irgendwas davor. Wenn wir dann später, wenn wir endlich mal mit der Außenfassade fertig sind und anfangen können zu dekorieren und endlich mal einen Scrap Everything Mod haben, der funktioniert, dann können wir hier das noch ein bisschen schöner dekorieren alles. Das ist nur ein Loch in der Wand, oder? Ja, das ist kein Fenster. Das hier ist ein Doppelfenster. Da ist jetzt die Frage, was mache ich mit dem Doppelfenster? Zwei kleine Fenster mache ich hier auch, versuche ich auch hier so ein Doppelfenster zu machen? Oder nicht? Ich versuche mal auch hier so ein Doppelfenster ranzuklatschen. So ungefähr. Und das andere jetzt so ein bisschen überschneidend. Hoffentlich, na, schauen wir mal, wie es aussieht. Könnte vor allem von innen dann doof aussehen, denke ich mir gerade. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob das jetzt geht. Ja, tatsächlich. Wow, der nimmt das richtige Teil, obwohl hier so viel Büsche und andere Sachen rumstehen. Okay, ja, es ist ein bisschen... Ah, es ist echt... Entweder zu hoch oder zu niedrig. Auf die richtige Höhe kriegen ist schwer. Okay. Danke, Mais. Du bist echt gerade sehr hilfreich. Trottelmais. Okay, wartet mal. Ich habe ein bisschen die Befürchtung manchmal, dass das Haus danach, wenn es renoviert ist, unter Anführungsstrichen, schlimmer aussieht als vorher. Mal schauen. Okay, von außen kann man es so stehen lassen, finde ich. Ist voll in Ordnung. Schauen wir es mal von innen an. Da befürchte ich jetzt Schlimmes. Die wahren Schrecken. Nö, passt. Wunderbar. Sehr gut. Yes. Innen renovieren wird, glaube ich, noch ein bisschen aufwendiger als außen. Weil hier die Regale zum Beispiel, was macht man da? Einfach komplett zumauern? Versuchen, schöne Regale reinzuglitschen? Oder werden wir mal kreativ dann, wenn es soweit ist. Düdüt. So, ein Fenster haben wir noch. Dann ist Schluss.
wenn wir dann die Fenster haben, muss ich noch die Unterseiten der Fenster ergänzen und dann Zwischenwände. Das wird jetzt, glaube ich, wirklich gar nicht so leicht. Das könnte echt ein bisschen schwierig werden, ja. Die Lücken zwischen den einzelnen Teilen teilweise zu füllen. Teilweise die Teile zwischen den anderen Teilen zu teilen. Das wird teiltastisch. Die Teilokalypse, Teil 2. Okay. Soweit. So gescheit. Dann bauen wir mal die Wände unter die Fenster. Und dann ist, abgesehen vom Dach vielleicht, wahrscheinlich erstmal der nervigste Teil vorbei. Weil das ist jetzt wirklich hier so, ja, komm, ich... Das ist nur so Fingerübung gerade. Das erfordert kein kreatives Denken. Sondern ist einfach nur so, hier klatsche ich das hin und hier kommt das hin. Und jetzt habe ich das Teil verloren. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo es ist. Ah, Hilfe. Ah, warte, da ist es. Jetzt wäre es echt schön, wenn ich die Büsche so schon hätte wegscrappen können, ne? Naja. Ich versuche nur die Kanten einigermaßen abzuschließen aneinander. Was halt echt auch schwer ist, weil ich ja im Grunde vor allem nur, ich bewege ja im Grunde meinen Charakter und dadurch die Teile, die immer in der gleichen Entfernung zu meinem Charakter schweben. Oh! Okay, ja, okay. Stempi, mein bester Freund. Stempi der Wunderstempen und Zeppoloni erleben wieder tolle Abenteuer in Fallout 4 Let's Build. 20.15 Uhr auf Pro 7. Warum nicht? Nehmen wir. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, ich will nicht fürs Fernsehen arbeiten. Ich glaube, da muss ich so viel Sachen einhalten, auf die ich keinen Bock habe. Da mache ich lieber meinen Scheiß hier auf YouTube, bevor ich irgendwie einen Sendeplatz irgendwo krieg. Und dann plötzlich bestimmte Firmen nicht mehr beleidigen darf, weil die Sponsoren sind oder sowas. Scheiß Nestle, fick dich. Guckt, sowas könnte ich auf ProSieben wahrscheinlich nicht machen. Okay, weiter geht's. Ey, ich ficke dein Müsli, Nestle. So. Sagen wir mal, dass wir hier das noch so... Ja, nein. Ja, nein. Hä? Warte mal. Sind die Teile länger als die drüber? Ja, irgendwie schon ein bisschen. Achso, nee, ich habe die ja hier so ein bisschen ineinander geglitscht. Ja, ja, okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Holen wir das nächste Teil. Hä? Was? Nee, nicht finish. Ich habe gerade erst angefangen. So, jetzt. Hui. Ja, der Gartenschlauch. Aber wie gesagt, den mauern wir nachher zu mit irgendwas Schönem. Wobei, so. Naja, Muss ich mir mal aus der Nähe ansehen, aber ich glaube, der sieht schon so aus, als würde der durchglitschen. Ich hätte schon gehofft, dass er vielleicht, dass man es vielleicht einfach gar nicht merkt. Dass es so aussieht, als würde er immer noch normal an der Wand hängen, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, wenn man nicht genau hinsieht, geht sogar, oder? Eigentlich finde ich. Ja, eigentlich sogar viel besser, als ich dachte. Ich dachte, das sieht noch viel glitschiger und hässlicher aus, aber ist gar nicht so. Geht eigentlich. Im dunkelgrünen Bereich, würde ich sagen. Oder hellgrün? Was ist denn schlechter? Das ist die Frage. Na gut. Soweit so akzeptabel. Er ist auch schon ganz begeistert, stimmt, Ziedler? Er ist ein bisschen müde. Ich glaube, er kann seine echte Begeisterung, die er gerade empfindet, nicht wirklich zum Ausdruck bringen, weil er ein bisschen. Der ist überarbeitet heute. Der muss jetzt erstmal drüber schlafen und dann wird er morgen mit dem Gefühl von Abenteuer und Notdurft aufwachen. Bestimmt. Weil er dringend aufs Klo muss. Stempen. Schauen wir mal, ob das was wird, wenn ich die Dinger jetzt hier. Das ist halt wirklich jetzt komisch. Dadurch, dass jetzt quasi der Stempen das echte Teil ist, das ich eigentlich haben sollte, aber nicht habe, ist der Balken hier nur ein Anhängsel. Deswegen dreht sich der so komisch, wenn ich den rotieren lasse. Weil jetzt das Zentrum der Achse. Der Y-Achse quasi, der Stempel ist, der nicht existiert. Und das ist nur ein Anhängsel, das mitrotiert, das um diesen Stempel rotiert. Schon weird, oder? Hey, wie schön sich das da reinquetschen lässt. Das ist ja super. Stempen. Oh, warte mal, so super ist es nicht. Es ist nicht perfekt. Musste noch. Das Gute ist ja, die Dinger waren schon von Haus aus ein bisschen. Kooperativ, wenn es ums irgendwo reinglitschen geht. Betonwände waren dann schon immer die beste Wahl eigentlich. Es ist leider einen Tick zu schmal der Stempel hier. So schade, das wäre ja fantastisch, wenn das so gut reingepasst hätte. Es geht eigentlich, oder? Müssen wir halt noch einen draufsetzen, wahrscheinlich. Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist, mal. Das ist okay. Ist gut, dass das. Wollte ich nur mal geguckt haben, ob das geht. Okay. Barren. Home of the Future. Retextured Barren. Muss ich mir merken. Aber jetzt gehe ich erstmal wieder zurück zu Betonstruktur. Betonwände. Nee, Quatsch. Warte mal. Das ist hier hinten. Genau. Ja. Den Pfad kenne ich mittlerweile. Okay. Dann schaue ich jetzt mal, wie viel von diesen großen Wänden wir benutzen können, um gleich wieder ein paar große Flächen vom Haus abzudecken. Ich weiß nicht, wie viele wir davon überhaupt noch brauchen können. Vielleicht nur noch eins hinten oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber die sind halt praktisch, weil die gleich wirklich große Flächen komplett überwursten. Aber hier ist zum Beispiel gleich mal, das ist schon wieder zu, da geht's gar nicht mehr, ne? Ist auch echt jetzt super gerade, wie ich das Ding halte. Ach, warum sinkt denn das immer automatisch nach unten? Das ist echt irgendwie. Also wirklich. Nee, das ist natürlich viel zu groß hier. Wenn ich so ein bisschen reinglitsche, so ein bisschen. Nur mal testhalber ungefähr so. Dann ist es eigentlich perfekt. Ja, das ist super. Ich meine, gegen das Blechdach, das da oben übersteht, kann ich schlecht was machen, leider. Soll ich das so lassen? Soll ich das so machen? Nee, eigentlich nicht. Das gehört erstens niedriger. Das gehört niedriger und anders. Oh, okay, jetzt habe ich irgendwie. Hä? Was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ach, ich nehme die ganze Zeit Stempen vom Zaun weg. Ja, genau, jetzt haben wir den Salat. Genau das, was ich befürchtet habe. Manchmal passieren dann komische Dinge. Manchmal nimmt er komische Items. Da habe ich die Logik, die Regeln, was er genau auswählt, noch nicht so hundertprozentig verstanden. Ich würde so gern die Kante hier sehen können, aber das ist echt schwierig.
Eigentlich müsste ich es nämlich so weit ungefähr reinschieben, damit es wirklich passt. Ich glaube, so könnte man es machen. So könnte man es machen, glaube ich, ja. Doch. So machen wir es. Good job. Okay, hier kommt eine kleine Wand hin. Da hinten auch eher Kleinzeug. Und ich glaube, gegenüber auch eher Kleinzeug, oder? Ah ja, hier gegenüber sind wir im Grunde schon fertig. Fast. Dann brauchen wir jetzt noch kleine Wände. So wie die da hinten zum Beispiel. Kleine Wände kann niemand bauen. Außer ich. Und alle anderen, die den Mod haben. Zu. New. Unlock Settlement Objects ist schon der beste Baumod für die PS4. Wenn es darum geht, möglichst viele coole Objekte zu haben zum Verbauen. Auf jeden Fall. Das habe ich jetzt befürchtet, dass das so gar nicht geht. Aber so gar nicht. Ich kann eine Sache versuchen. Das werde ich jetzt auch tun. Im Endeffekt muss das schon sehr weit leider in das andere Fenster reinstehen. Da das Fenster aber eh größer ist, als das Fenster darunter ist, könnte man die Wand sogar wirklich relativ weit da reinschieben. Und vielleicht sieht man es von innen, darum geht es mir nämlich gerade, trotzdem nicht. Das überprüfen wir jetzt. Und perfekt. Awesome. Nice. Great. Flawless. Fatality. Victory. Cool. Dann kann man das so machen. Und das hier müssen wir halt jetzt mit mehreren... Das sieht zwar, glaube ich, dann am Ende ein bisschen doof aus, aber es hilft nichts. Das müssen wir mit mehreren Betonstämpfen hier stopfen. Eventuell, weil Beton eben so kooperativ ist... Könnte ich mir vorstellen, ja genau, dass ich die sogar wirklich an die Mauer ranbauen kann einfach. Ich wusste doch, dass ich mich auf meinen Beton verlassen kann. Da glitschen wir noch einen rein mit Hilfe des Stempens. Beton ist das. Das waren einfach schon immer meine Lieblingsteile, weil die konnte man eben schon vor Mods, ohne irgendwelche Place Everywhere Mods, super reinglitschen immer. Die waren so kooperativ. Ich mag die. Naja, ich meine, hey, passt schon. Ne? Ich finde das okay. Ich finde das in Ordnung. Man darf halt, man muss halt auch mal, oder? Ich meine, man kann ja nicht. Es ist einfach mal. Irgendwann muss man einfach mal einsehen und dann kann man halt einfach mal auch mal 5 Grad sein lassen und mal Zähne nicht zweistellig schreiben. Sondern römisch mit einem X und so. Und dann passt das. Yeah. Ah, da oben steht ein kleiner Knubbel raus. Das ist nicht schön. Ansonsten wäre die jetzt so schön da drin, dass ich sie jetzt so lasse. Weil es auch mit der horizontalen Linie einigermaßen passt und so. Ah. Okay, man muss hier Kompromisse eingehen. Ich sehe schon. Aber ich glaube, insgesamt ist es dann in Ordnung. Insgesamt ist alles gut. Alles ist gut. Hinten haben wir jetzt noch was zu tun, oder? Genau. Oh, da fehlt sogar noch die Unterseite von einem Fenster.
Mensch. Das ist ja doof. Wie konnte denn das passieren? Dann muss ich jetzt wieder... Ah, nee, die steht hier. Okay, passt schon. Wo ist denn mein Cheat-Stempel? Komm mal her. Ich brauche deine tollen Cheat-Dienste. Wow. Nice. Ich mag den Soundtrack, der da gerade läuft. Der ist wirklich aus dem YouTube-Studio. Ein nicht lizenzierter Song und so. Ist aber eigentlich ziemlich cool. Atmosphärisches, Post-Rock-artiges Dingens. Ich mag's. Und jetzt zu Ende. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorecore. Ich muss ein bisschen lauter machen, oder? Heute tauchen wir mal in die Welt von Fallout 4 ab. Viele sagen, Sanctuary sei ein heruntergekommenes Stück Abfall irgendwo im Ödland, in dem sich ein paar Überlebende wie Ratten eingenistet haben. Doch wenn man genauer hinsieht, sieht man, wie aus der einstigen Ruine eine blühende neue Community wird. Nirgendwo anders findet man so schön aufgemoddete, fein herausgewaschene, unrostige und auf Hochglanz polierte Gebäude wie in Sanctuary. Sanctuary, ein Wort, das gar nicht so leicht auszusprechen ist. So wie es auch nicht so leicht ist, Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen, die so im Arsch sind. Man könnte sagen, die schwierige Aussprache des Wortes ist eine Metapher für die schwierige Aufgabe der Wiederauferstehung dieses einst totgeglaubten Ortes. Ende. Das war eine Lorecore-Folge Light. Schön, oder? Lightcore. Ich habe wirklich vor, vielleicht mache ich das auch wieder, aber jetzt muss ich erstmal wieder alles einpendeln und ich wieder ein bisschen in meinen neuen Arbeitsrhythmus und in den Flow reinkommen. Aber ich habe schon vor, dass ich auch auf dem Kanal jetzt, dadurch, dass jetzt so wenig Videos quasi nur noch online gehen, wenn dann die Let's Plays endgültig alle weg sind, nächsten Monat, irgendwann, Ende nächsten Monat, glaube ich, ist es soweit, dass ich dann tatsächlich Lorecore Mini mache. Lorecore Minis oder Lorecore Micros. Und im Grunde, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, habe ich mal eine Zeit lang Skyrim-Bücher vorgelesen. Einfach nur Skyrim-Bücher eingelesen, sonst nix. Sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen als Lorecore-Mini-Format. Wirklich kleine Videos, die zwischendurch einfach mal so reingesät werden. Die heißen dann wirklich auf Lorecore Mini wahrscheinlich. Und da mache ich dann genau sowas einfach wieder. Auch wenn sich alle darüber beschwert haben, dass man angeblich Daedra im Deutschen sagt und nicht Daedra. Aber ich finde immer noch, Daedra ist schöner und richtiger als Daedra. Ich werde die also weiterhin Daedra nennen. Daedra, Daedra. Das ist so ein bisschen schwierig. Es ist kein Ä und auch kein AE. Es soll so ein Daedra sein. Das, finde ich, ist die richtige Betonung von Daedra, Daedra. Und das werde ich auch weiterhin so machen. Können sich alle drüber aufregen, wie sie wollen. Ich weiß es besser als die offiziellen Übersetzer von Skyrim. Und Schluss. So. Ah, du, dich, Teil, habe ich gesucht. Ich wusste nichts von deiner Existenz. Du wunderschönes Teil, du bist ja perfekt. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin verliebt, Leute. In dieses Teil. Die Musik passt auch gerade so ein bisschen. Lass uns langsam im Regen tanzen, Teil. Komm doch ein bisschen näher. Sei nicht so schüchtern. Ta 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 ta. Hey, Pirouetten! Yeah! Da da da. Da da di. Da da du 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 du. Da da da. Nein, Teil. Wo willst du denn hin? Verlass mich nicht. Ich dachte, es wäre Liebe auf den ersten Blick. Teil? Dammit. Ah, da kommt's wieder. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Bauen wir die Welt aus den Angeln. Gib mir einen Mod,
Gib mir einen Place Anywhere Mod und ich baue dir Sanctuary aus den Angeln. So. Und jetzt stopfen wir. Ups, nein. Ah! Das hier so hin einfach. YOLO und so. Warte mal, ein bisschen, dass es ein bisschen gerade ist. Zack. Ich muss jetzt sowieso nämlich das andere Teil so ein bisschen komisch reinglitschen in das erste. Oder ich nehme die da. Meine guten, wahrscheinlich von alleine reinglitschenden Freunde könnte man schon auch benutzen. Schon alleine, weil die eben vielleicht von alleine reinglitschen. Nein, diesmal nicht. Ah, und ich habe in so hohen Tönen von euch gesprochen. Aber guck, dass man schon allein das machen kann. Schon allein dafür mag ich die Stempel immer noch. Ihr werdet immer auch, wenn wir jetzt den Place Anywhere Mod haben, mit dem man super glitschig glitschen kann, seid ihr immer noch. Ihr habt einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Glitch-Herzen. Glitchiger wird's nicht als mit denen. Wo ist denn unser Cheat-Stempel hin? Warte mal, der müsste eigentlich noch, hier irgendwo stehen, oder? Genau, da ist er. Komm her. So, komm mal mit. Ich habe einen tollen Plan mit dir. Schlabiwutzki. Und vielleicht. Ich meine, das sieht ein bisschen, es sieht ein bisschen komisch aus. So wäre es besser. So nicht. So wäre es besser. Jetzt steht das halt sehr weit in den Raum rein. Ich werde das später bereuen und werde mich dafür hassen, dass jetzt dann im Raum drin teilweise die Betonwände meterweit durchstehen. Oh mein Gott, werde ich mich dafür hassen. Töte. Aber das ist das Problem von Zukunft-Zeppoloni in den nächsten Folgen. Und den Kerl konnte ich sowieso noch nie leiden. Soll sich der damit rumärgern. Okay, die Außenfassade ist fertig. Jetzt schauen wir mal. Das hier sieht total kacke aus. Das passt, das passt, das passt. Das ist akzeptabel. Ja, ich meine, die Barren, die Scheunenteile und die Betonteile haben halt natürlich nicht das gleiche Muster. Aber mein Gott. Mein Gott. Jep, es sieht echt weird aus. Seltsam. Mal schauen. Aber wie gesagt, ich glaube, ein paar unschöne Stellen kann man dann super mit ein paar Schildern, Bildern und einfach Dekorationsobjekten verstecken. Das kriegen wir schon ein bisschen hin. Hier die großen Blechteile, die hier überstehen, sind eher das Problem, glaube ich. Aber ein paar Sachen können wir, glaube ich, noch schön verbergen. Das kriegen wir schon hin. Auch das Dach wird von oben betrachtet wahrscheinlich nicht besonders schön, weil das wird relativ tief reinglitschen in das Ganze hier. Aber jetzt frage ich mich gerade, hat das Dach, das ich da platziert habe, eigentlich eine Unterseite? Nee, hat es nicht. Das heißt, die Decke müssen wir dann nochmal selber einpflanzen. Aber gut, passt schon. Ah ja, so weit steht der Beton hier gar nicht rein. Eine andere Wand drüber klatschen und fertig, das passt schon. Schnell speichern. Puh, Gott sei Dank. Die ganze Folge noch nicht gespeichert. Da ist schnell mal eine Stunde verloren. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir Pümpel City gebaut haben? Die mit der Riesentoilette, mit der, weiß ich nicht, 100 Meter hohen Toilettenstatue. Wisst ihr noch, als ich dann oben gerade den Spülkasten von der Riesentoilette gebaut habe und dann bin ich runtergefallen und bin gestorben am Fallschaden und habe irgendwie seit 2 Stunden nicht mehr gespeichert und die ganze Toilette war nie gebaut. Wisst ihr noch? Das war schön. Da bin ich überhaupt nicht wahnsinnig geworden. Das hat einen schweren Knacks in meiner Bauseele hinterlassen.
Aber wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht, dass Stunden oder vielleicht sogar Tage an Gameplay mal verloren gehen durch irgendeinen Scheiß? Oh nein, ah, das steht zu weit hier rein. Guck mal, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Es scheint nicht alles nach Plan zu verlaufen, Sir. Wie heißt du? Mr. Potato Reactor. Mr. Potato Reactor. Ah, der Mr. Kartoffelreaktor. Nee, Mr. Potato Corrector. Corrector, ja, wie auch immer. Wir können jetzt nicht aufbrechen. Ich muss jetzt hier nämlich reparieren. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich kann viel akzeptieren und tolerieren, aber das geht zu weit. Die Wand muss weg. Stattdessen müssen mehrere kleinere Wände rein. Das hilft nichts. Vielleicht mache ich einfach nur, das könnte man machen, einfach nur der Symmetrie wegen, bauen wir gegenüber auch nochmal Stempen rein ein. Hier so, quasi. Also noch schöner reingeschoben, aber ja. Und daneben vielleicht einfach nur, vielleicht reicht so eine normale Wand. Sowas hier. Quasi. Könnte einigermaßen sich ausgehen, oder? Ja, ich glaube, das schließt gut ab. Das passt. Das machen wir dann. Beim nächsten Mal aber erst. Jetzt machen wir für heute erstmal Schluss, weil mir läuft die Zeit schon wieder davon, weil ich mich so wegen den Mods rumärgern musste. Und dann... Wahrscheinlich geht die Folge jetzt auch erst am Mittwoch. Wahrscheinlich seht ihr die erst am Mittwoch, weil es jetzt schon so spät ist und ich jetzt am Dienstag gleich streamen muss. Und wenn ich Videos im Upload habe, während ich streame, ganz schlecht. Ganz schlecht für die Streamqualität. Und deswegen kann ich es wahrscheinlich dann erst in der Nacht von... Nee, warte mal, das Quicksave will ich nicht überschreiben. Kann ich es dann wahrscheinlich erst in der Nacht von... Was ist denn das für ein Haus? Das Weihnachtsdorf. Stimmt, da waren wir auch schon lange nicht mehr. In dem wir auch Silvester mal gefeiert haben. Ja, wahrscheinlich kann ich es erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann hochladen. Die maximale Anzahl von Spielständen wurde erreicht. Ah, das macht er immer. Warum gibt es eine maximale Anzahl von Spielständen? Warum werde ich nicht vorzeitig gewarnt? Ich hasse das Spiel manchmal so sehr. Am Anfang ist noch alles cool. Die ersten... 300-400 Stunden, kein Problem. Aber ab dann geht's los mit der Scheiße. Naja, okay. So, Leute. Bam, bada bing. Bis zum nächsten Mal. Ciao.